Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu der nächsten Sprint to Glory hier auf diesem Kanal. Und dieses Mal ist es mit Benfica Lissabon. Lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Ende der Transferphase wieder, damit ihr den Kader für die erste Saison seht. So, und das sind die Transfers, die wir getätigt haben. Verliehen haben wir Moreira, dann haben wir Maite verkauft, Rafa verkauft, Otamendi verkauft, Joao Mario verkauft, dann Joao Neves verliehen, Sheldrop verliehen, Chiquinho verkauft, dann Verissimo verkauft, De Carvalho, ein Talent aus der Jugendakademie, haben wir dann verliehen, Haris Seferovic haben wir auch noch verkauft, dann Suarez, unser zweiter Torhüter, haben wir verliehen und dann kommen wir 40 Millionen für Tapsoba, 50 Millionen für Gavi und nochmal 40 Millionen für McAllister. Und ja, wir sehen uns im Winter wieder. So, wir sind jetzt im Januar angekommen und schauen mal rein, was die Jungs so erledigt haben. Wir gucken uns zuerst mal die Mannschaft an und wir sehen, ja, es hat sich schon ein bisschen was getan. Tapsoba auf 82, McAllister auf 82, dann Guedes schon auf 83 und Gavi auch schon auf eine 82. Aber wir gehen jetzt rein in die Tabelle, das ist viel interessanter. Wir sehen, in der portugiesischen Liga sind wir nur auf dem dritten Tabellenplatz, haben schon 6 Punkte Rückstand auf Sporting, das ist nicht so gut. Dann gehen wir weiter im portugiesischen Pokal, da sind wir nicht mehr dabei. Da war Endstation im Achtelfinale gegen FC Gil Vicente. Und dann gehen wir rein in die Champions League. Mal gucken, was wir hier erreichen konnten. Wir sind nur Gruppendritter, das heißt, wir schaffen es dieses Mal nicht, in der ersten Saison die Champions League zu holen. Aber ja, es überrascht mich auch nicht, dass wir hier jetzt nicht direkt weiterkommen und den Titel holen. Ich möchte trotzdem wissen, wer unsere besten Torschützen sind. Das ist Gonzalo Guedes mit 12 Toren und 4 Vorlagen. Dahinter ist Gonzalo Ramos mit 11 Toren. Und die meisten Vorlagen macht Alexis McAllister. Der ist super. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns am Ende der Saison wieder. Vielleicht holen wir vielleicht die Europa League. Und ja, dieses Sprint to Glory ist trotzdem nach einer Saison schon zu Ende. Wir wurden entlassen. Die Leistung war einfach zu schlecht. Und deshalb gibt es hier ein ziemlich kurzes Video. Ja, der Vertrag wurde ja jetzt offiziell aufgelöst. Und ja, ein bitteres Ende für dieses Sprint to Glory. Ich weiß nicht, wie lange dieses Video gehen wird. Es war wahrscheinlich nur 1-2 Minuten. Es tut mir wirklich leid. Ich habe mein Bestes versucht. Ich habe eigentlich nach meinem Erscheinungsbild nicht so schlechte Transfers getätigt. Aber ja, der Vorstand ist der andere Meinung. Und er schreibt mir in die Kommentare, was hätte ich besser machen sollen. Oder schreibt mir jetzt in die Kommentare, mit welchem Team ich es vielleicht schaffen könnte. Weil ich bin offensichtlich jetzt ein Noob. Aber nichtsdestotrotz beenden wir diese Folge richtig. Somit schauen wir uns noch die Statistik an, oder besser gesagt, wie Benfica abgeschnitten hat. Wir sind ja jetzt hier bei Chaves Trainer geworden. Und schau mal rein in die Tabelle. Wo findet man hier Benfica? Und Benfica wurde halt wirklich nur Vierter. Und das ist wirklich viel zu schlecht. Im Pokal wissen wir schon das Ergebnis. Wir haben jetzt ganz, ganz kurz gesehen, dass Porto den Titel geholt hat. Und ja, wir waren ja in der Europa League. Und ich weiß es schon, was passiert ist. Denn wir sind im Elfmeterschießen gegen PAOK Saloniki rausgeflogen. Auch das eine absolut enttäuschende Leistung und somit konnten wir die Europa League nicht gewinnen. Der Sieger ist die FC Bayern München, auch die haben hier eigentlich gar nichts zu suchen. Und ja, wir konnten heute das Ziel nicht erreichen, die Champions League zu holen. Ich hatte nicht wirklich die Lust, immer wieder den Speicherstand zurückzustellen und neu zu versuchen. Ich habe jetzt einfach einen Versuch, ich habe es nicht geschafft. Wir sind rausgeschmissen geworden, wir wurden rausgeschmissen, so rum. Und ja, auch das gehört dazu, wir sind hier real, wir haben es nicht geschafft. Schreibt mir in die Kommentare rein, mit welchem Team ich die nächste Sprint to Glory machen soll. Und ja, danke fürs Zuschauen, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao.